Alpha Centauri. Hey Leute, was geht? Und damit kommen wir auch gleich zum ersten Feature von iOS 10. Und zwar, dass wir die Möglichkeit haben, das Gerät ist ausgeschalten und wir heben es langsam hoch oder leicht hoch und wir sehen direkt den Homebildschirm. Und auch hier gleich die größte Neuerung, und zwar die Möglichkeit, dass wir von links reinstreichen und dadurch verschiedene Vorschläge und Kalender oder Widgets generell für alles Mögliche bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Kamera, mit der wir dann direkt fotografieren können. Und das Ganze ist sehr, sehr praktisch. Damit ist es auch nicht mehr so wirklich, dass man das Gerät aus Versehen entsperrt. Unten steht auch dran, zum Öffnen Home-Taste drücken. Und damit drückt man sie einfach und man kommt zum Home-Bildschirm. Beim Home-Bildschirm hat sich natürlich leider nicht so viel getan. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit mit den Ordnern, dass man die öffnet, und die Animation ist ein bisschen anders geworden, auch wie die einzelnen Apps für sich öffnen. Sieht ein bisschen anders aus wie davor, aber im Ganzen sieht es wirklich gleich aus wie vorher, wie iOS 9 oder seit iOS 7. Und was sich aber grundlegend getan hat, ist das Kontrollzentrum von unten. Wir wischen hoch und dann haben wir schon die ganz normalen Shortcuts für Flugmodus, bla bla bla. Aber gleichzeitig können wir auch mit 3D Touch nun unten auf zum Beispiel den Taschenrechner fester drücken und bekommen dann solche Aktionen auch bei der Stoppuhr. Und das ermöglicht uns auch zum Beispiel bei Taschenlampe mit hoher, geringer oder mittlerer Intensität das Ganze einzuschalten. Neu ist auch der Wisch nach rechts und dort haben wir die Musik als Kachel. Und hier wird insgesamt das Ganze angezeigt und wir haben eine Vorschau von der Musik. Es geht also mehr darauf ein, zwar vorhin auch schon gut bedienbar, meiner Meinung nach. Nun aber bekommt es einen extra Platz dafür. Und wenn man das HomeKit einrichtet, also hier hat es eine neue App bekommen, zwar das Haus, und dort ja, einstellt, dass man zum Beispiel Jalousien hat oder Philips Hue Lampen, was auch immer, dann kann man auch hier unten vom Kontrollzentrum aus dann nochmal eins weiterwischen und das direkt auslösen. Zur Haus-App ist es einfach so, dass man hier den Wohnbereich hat. Man kann hier verschiedene Räume abdecken, man kann Sachen wie Guten Morgen-Aktionen starten und dadurch öffnen sich dann zum Beispiel die Jalousien, das Licht geht an, solche Dinge. Und es ist wirklich schön gemacht. Also ich habe jetzt leider keine mehr. Ich hatte mal welche, aber die haben sich mit dem Fernseher nicht koppeln wollen. Vielleicht werde ich es mir wieder zulegen, weil es jetzt eigentlich viel einfacher gestaltet worden ist. Und das war für mich vorher ein Problem mit der Philips Hue. So könnte das aber ganz, ganz spannend werden, das Ganze. Ja, gehen wir weiter. Generell muss man auch sagen, dass sich hier sehr viele APIs hinzugefügt haben. Und zwar zum Beispiel Siri lässt es jetzt dann zu, dass wir als Entwickler Siri integrieren. Das heißt dann also, wir können dann so Sachen sagen wie: Schaue auf YouTube nach Katzenvideos. Hier sind ein paar Videos zu Katzen, die ich im Internet gefunden habe. Jetzt schaut er gerade auch noch im Internet, aber er könnte dann so auch direkt in YouTube starten und uns dann ein paar Katzenvideos zeigen, anstatt hier die Bing-Suchmaschine anzupingen. So, was gibt's noch Neues? Kleine Sachen sind dazugekommen, dass zum Beispiel die Home, das Phone zum Beispiel ein Widget bekommen hat. Also die einzelnen Apps haben teilweise mit einem 3D-Touch neue, größere Kacheln dazu bekommen und die lassen sich auch als Widget dann vorne in Spotlight hinzufügen. Früher war das ja immer von oben runter wischen. Jetzt ist es einfach hier unten oder hier drüben in Spotlight drinne und dort kann man dann auch laut Apple, wenn die Kacheln dazukommen, auch von Drittanbietern mehrere Sachen hinzufügen. Da war zum Beispiel das Beispiel mit ESPN, dass man direkt das letzte Spiel, die letzten Tore da drinne suchen kann, öffnen kann und sich die beim Basketballspiel den letzten Korb anschauen kann. Und es klingt sehr, sehr praktisch an sich. Das heißt also, man muss es nicht mehr verlassen, das Ganze, sondern kann im Spotlight schon sehr viele Sachen erledigen, suchen, was auch immer. Ja, es wird sich zeigen, wie sinnvoll das Ganze ist. Ich finde es jetzt nicht so mega der Burner, aber das ist jedem selber überlassen. Auch neu sind Karten und dort kann man jetzt
dann, anstatt oben zu suchen, gibt man unten ein, was man gerne sucht. Ich mache jetzt mal am Langholz 17 als Beispiel. Und dort wird dann auch verschiedene Informationen angezeigt. Und es wird dann auch möglich sein, nach oben zu wischen und dann zu sagen, okay, also ich habe jetzt eine Route und ich müsste jetzt zur Tankstelle. Das bedeutet, ich fahre jetzt mal einfach von... Wir machen das Ganze mal ein bisschen anders und sag dann los. Jetzt brauchen wir einen Tag, 11 Stunden dahin und los geht die Fahrt. So, und um da dann hinzukommen, können wir dann auch unterwegs hochwischen und dann Details dann noch, also es wird noch dazukommen, können wir dann sagen, okay, ich brauche eine Tankstelle in den nächsten 2-3 Kilometern und er schaut dann für einen, wo eine Tankstelle ist und wir fahren dann automatisch eine perfekte Route. Das heißt also, er schaut auch selber, ob wir Umweg fahren, ob es einfach Sinn macht oder nicht Sinn macht. Und ist sehr hilfreich, auch die Gestaltung ist sehr hilfreich, es ist jetzt größer und man, ja, kann, ich finde es auch viel leichter zu bedienen. Also ich habe das, habe an sich lieber Google Maps verwendet, wenn ich es verwendet habe. Mein Auto hat auch ein recht gutes Navi, aber wenn ich es verwendet habe, habe ich lieber Google Maps verwendet. Einfach aus dem Grund, dass ich wusste, okay, das ist leicht zu bedienen und hier... Ja, es sind so Sachen gewesen und die haben sie jetzt auf jeden Fall verbessert. Leichtere Bedienung, alles super, kann man mit wirklich gut mitarbeiten. Zu weiteren Neuerungen zählt, dass wir auch Stock-Apps jetzt löschen können. Und zwar den Kalender, wie ihr hier seht, die Videos, auch das Haus, also HomeKit und auch Karten. Und klar, es gibt ein paar Apps, die wir wirklich nicht löschen können, wie die Kamera oder Nachrichten, die sind zu tief implementiert und zu essentiell, aber wirklich Sachen für mich sind es Find My Friends oder was gibt es noch, was ich nicht brauche, Tipps, also ja, super für Anfänger, aber ich brauche das nicht auf meinem iPhone, das ist einfach nur ein Platzfresser und so kann man einfach diese Apps löschen, wenn man sie wieder möchte, geht man in den App Store, sucht danach und kann sie runterladen, finde ich auch sehr, sehr praktisch, weil dadurch die Bloatware einfach minimiert wird. Auf dem iPad hat sich auch natürlich diese ganzen Funktionen haben sich hinzugetan. Generell ist es aber leider so, dass für mich diese Sachen wie ein besseres Multitasking nicht dazu gekommen sind. Hier ist es natürlich schön, dass man jetzt auch Safari im Splitscreen-Modus anwenden kann. Also einfach hier, zack, den Tab hier rüberziehen. Man hat dann eine einzelne Seite oder man möchte einfach eine zweite Seite haben. Dann kann man es auch zwei nebeneinander haben. Dafür musste man jetzt zum davor einfach Chrome benutzen oder einen anderen Browser. Und sowas ist wirklich umständlich. Ich finde es aber schade, dass man dafür nicht eine bessere Möglichkeit gefunden hat, um dann einfach dieses Switchen von den einzelnen offenen Fenstern zu ermöglichen. Weil es ist natürlich schon machbar, das Ganze, aber es ist nicht so leicht zum Wechseln. Neu ist natürlich auch der Swift Playground. Und da geht es einfach darum, dass Kinder auch generell einfach verständlich lernen, wie man programmiert. Und dazu gehört dann auch so solche Sachen wie, ja, einfach Bewegungsabläufe, generell das Ganze kodieren und auf eine spielerische Art und Weise kann man dann auf dem iPad mit der Swift Playground App das Ganze starten und man lernt einfach relativ spielerisch, wie man programmiert mit Swift natürlich. Finde ich eine sehr gute Sache, um sowas zu machen. Das war mit für mich ein Highlight. Ich werde mir das selber auch anschauen, weil man einfach davon sehr viel lernen kann. Ansonsten kam auf dem iPad wirklich wenig dazu, also neue Funktionen wie für iMessage, da können wir auch noch gerne drauf eingehen, aber es ist wirklich schade, dass beim iPad jetzt nicht einfach mehr gemacht wurde. Hier seht ihr auch neue Animationen für die Lockscreen-Benachrichtigungen. Da finde ich es wirklich schön, dass es sehr einfach gehalten ist und man den Hintergrund einfach weiterhin sieht, weil das war manchmal ein bisschen schade, wenn man dann 5 Millionen Nachrichten hat, man wusste gar nicht mehr, was für einen Hintergrund man auf dem Handy eingestellt hat. Und hier sieht es wirklich sehr gelungen aus. Neu bei iMessage sind Möglichkeiten wie, wir sagen jetzt einfach mal Pizza, Essen, gehen. Und wenn ich dann die Sache mache, dass ich auf dieses Emoji-Icon gehe, sagt er mir, okay, für Pizza und gehen könnten wir Pizzastück nehmen. Und für gehen gibt es mehrere Möglichkeiten wahrscheinlich. Oder eine in dem Fall. Und er lässt mich dann Emojis einfach ja, austauschen. Und sagt dann mit unsichtbarer Tinte senden. Und nun ist es da oben, dass es leicht glitzert und wenn ich dann drüber wische, kann man es lesen. Es gibt jetzt also bei, sagen wir es mal so, es gibt jetzt bei iMessage wie viele neue Spielereien. Mag ganz nett sein, ich finde aber persönlich einfach das Problem daran, ist einfach dieses Verspielte, dass es nicht wirklich, es wurde jetzt 20 Minuten auf der Keynote vorgestellt und es ist einfach nur
Facebook Messenger hat sowas einfach mal kurz nebenher rausgebracht und jetzt hier wird es als Riesenneuerung dargestellt. Weiß nicht, finde ich jetzt nicht ganz so cool. Cool finde ich dagegen, dass die ganzen Voice-over-IP-Programme, Apps, wie auch immer, wie Facebook-Call oder WhatsApp-Call, die Möglichkeit kriegen mit einer neuen API, dass man sie integriert und dann kommt nicht mehr so eine Benachrichtigung, blablabla, ruft dich auf WhatsApp an, sondern es wird dann einfach kommen, dass wie bei FaceTime kompletter Bildschirm, ja, wie bei einem Telefonat angeht und man auch wirklich richtig angerufen wird. Und sowas macht das Erlebnis für Voice-over-IP-Telefonate natürlich ein großes besser und finde ich wirklich eine gute Sache. Generell sollte man auch die neue Musik-App erwähnen, die jetzt folgendermaßen startet. Man geht rein und man kommt direkt in seine Mediathek. Für jemanden wie mich, der jetzt mit Spotify lieber handhabt, ist es wirklich blöd und nervig, wenn ich dann reinkomme und mir vorgeschlagen wird, ja, möchtest jetzt das Ganze kaufen, möchtest du Beats One hören, du kannst nur Beats One hören, wenn du es gekauft hast, bla bla bla, also solche Sachen oder ja generell, dass man einfach darauf hingewiesen wird die ganze Zeit, dass man es eigentlich kaufen sollte. Und jetzt hier habe ich wirklich die Möglichkeit, ich gehe jetzt auf Playlists und da sind auch meine ganzen Sachen drin, die ich gerne hätte. Dann sagen wir jetzt einfach mal sowas spielen und zack, er spielt's. Und wenn ich das dann unten drauf drücke und groß mache, ist es einfach wirklich das ganze Album gehighlightet. Ich sehe das auch wirklich und so gefällt mir das wirklich gut. Also die Musik-App werde ich jetzt auch wieder öfters verwenden, wenn ich meine eigene Musik da reinmache und nicht über Spotify höre. Und ja, das war für mich jetzt auch was Wichtiges. Ich fand es aber schade, dass es als Riesenneuerung gilt. Es war an sich halt blöd einfach, wie man es davor gemacht hat, dass die App davor nicht wirklich so ausgereift, ausgeliefert oder ja, auf den Markt gebracht worden ist. Eventuell zählt für mich Apple Pay als mit so einer Enttäuschung insgesamt, weil wir es in Deutschland nicht wirklich verwenden können. Also es gibt Möglichkeiten, das doch zu machen, aber grundsätzlich ist es in Deutschland noch nicht ja, vorhanden. Und es sind auch so Sachen wie, also ich weiß nicht, wie lange ihr schon ein iPhone habt. Ich hatte es gleich ab dem ersten und dann hatte ich ein iPhone 3G und das war schon cool. Es hatte 3G, also man konnte damit ins UMTS-Netz, aber es hatte halt kein UMTS-Netz hier in der Gegend. Ich wohne wirklich im Kaff eigentlich normal. Und das waren wirklich für mich so Sachen, wo ich halt schade fand, das ist ein neues Feature, aber ich kann es halt gar nicht verwenden. Und Apple Pay gehört für mich da wirklich total dazu. Ich finde es schade, oben ist die NFC-Antenne eingebaut und was bringt es mir? Ich kann es nicht wirklich verwenden. Und ich freue mich, wenn es kommt. Auch auf der Keynote wurde es dann vorgestellt, dass man auf Homepages jetzt dann bezahlen kann. Und dass man auch am Mac dann bezahlen kann, alles Mögliche. Das ist alles toll. Ich kann es halt nicht verwenden in Deutschland und darum war es für mich dann ein bisschen enttäuschend. Vielleicht war das auch mit so ein Grund, warum ich die WWDC dieses Jahr nicht so brutal fand oder so krass oder mich so geflasht hat wie die vorherigen Male. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es waren jetzt einfach die Neuerungen, die mir ins Auge gestochen sind und die ich wirklich toll finde an dem iOS 10 Update. Ich finde, es ist eigentlich eher ein 9.5 Update, aber man kann das Rad nicht jedes Jahr neu erfinden und ich bin trotzdem glücklich, dass Apple es immer wieder schafft, was Neues dazu zu backen, sagen wir es mal so, und bin natürlich auch wieder gespannt auf nächstes Jahr. Ich freue mich auf jedes Kommentar und auf jeden Like von euch und wir sehen uns das nächste Mal.